Frage. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wie man erkennt, sind wir gerade wieder in Kaiserslautern und versuchen unseren KMC herauszuholen. Und gleich die erste wieder rechts. Vor dem großen Möbelhaus. Ja. Ja. Ach, sorry, ich hab. Das wollen nicht doch. Ich hab das voll nicht gesehen, du eh. Hab's Wird so nix.
der Hof. Der Hof, na ja. Mach schnell rückwärts nein und dann vorwärts. Ja. Rückwärts hoch und vorwärts dann wieder. Ja, das geht wieder auf die Kupplung hier. Nach 11 alles abgeladen.
So, moin. Was heißt moin? Wir haben schon 9:15 Uhr. Notfall. Seht ihr diesen Wackel? Von mir aus jetzt gesehen, links fehlt etwas. Ich habe jetzt den Tieflader so weit auseinandergebaut. Wir fahren den Bagger hängend, weil ich einfach nicht weiß, ob ich den sonst sicher verladen kriege. Ja. Machen wir jetzt mal alles schnell. Zeige ich euch später noch das Auseinanderbauen. Ganz ausführlich. Alles gut. Muss gerade ein bisschen nachlenken hin. Ja. Und dann fahren wir das Ding mal da rein. Ich stehe vor der Kamera, das ist scheiße. Ja. Aber wieder so.
Weiter, weiter, weiter.
beinahe vergessen, die Baggerbrücke, meine Fresse. Sieht jetzt so aus. Alle Träger weggeklappt, bis auf den letzten. Der ist noch in BF3 drin. Die sind hier über diesen Splint und dieses Teil hier gesichert. Und dann klappt man die einfach raus. Fertig. Da hinten dran, wird man jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Nochmal sowas ähnliches. Ah, gut. Mensch, die Karte. Splint wieder nicht auf. Dass diese Teile dann drin hält, diese Träger, dass die dann da nicht rausgehen. So. Das hier. So werden die dann alle wieder rausgemacht. Splint ziehen, das hier raus und den Träger nach vorne kippen. Da kommen dann die Bretter wieder drauf, die verschraubt werden. Ja, ist alles voll mit Dreck, ich weiß. Gucken, ob hier der Alter, dann gehen die Splinte da nicht auf. Ja, der kommt. Aber den bewegst du keinen Meter, ja? Doch. So, das hier ist da hinten dran. Jetzt kann ich das einfach, hoffe man sieht das, einfach hier hochheben. Schwer bis auf, und dann kann ich das hier so rausnehmen. Und dann sind die auch weg. Hier ist die Aufnahme, da steckt sich das hier rein. Jetzt kann ich auch, wenn ich jetzt diese Seite nach oben nehme, dann habe ich ein gerades Bett später. Aber ich mache es lieber wieder so, dass diese tiefere Seite, dann ist es besser, wie wir es haben können. 10 cm tiefer. Und dann unten rein, wie zu Hause. Entschuldigung. Machen wir das hier wieder hier hinten dran. Einfach da oben reingesteckt. Da ist auch so eine Nase. Ich hoffe, man kann die jetzt sehen. Warte mal. Nein, man sieht natürlich nichts, ne? Hier diese Nase da hinten dran. Quatsch, wo ist sie dann? Da ist sie. Da hinten dran ist sie. Quatsch, ich habe mein Handy im Sack. Kann mal Licht machen. So, wenigstens etwas Licht. Da hinten dran diese Nase. Die da. Und da kommt dieses Loch hier rein. Das ist die Sicherung, dass die Träger hier nicht rausgehen. So, der Splint wieder rein. Zack. Jetzt kannst du auch rütteln und machen, wie du willst. Das Teil ist fest. Aber wie gesagt, heute schon 18 Uhr. 10 nach 8 haben wir schon. Ach, 10 nach 8. 10 nach 18 Uhr für heute. Ist Feierabend. Dies gilt auch für diese Folge hier. Die werden wir hier jetzt beenden. Ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Haut rein. Ciao.